Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sitzen im Type 64, leichter Premium-Panzer der Chinesen auf Tierstufe 6, den es momentan für 30% günstiger gibt. 10,25 Euro kostet der Moment im Premium-Shop, gültig bis Dienstag früh, 30.01. um 6 Uhr. Also man sollte sich am besten bis Montagabend entschieden haben, ob man diesen kleinen Winzlinger haben will. Der ist eigentlich ganz nett. Leistungsgewicht 21,46 PS pro Tonne, 72 km pro Stunde Top Speed. 10 Grad Gun Depression. Mit dem Setup hier habe ich eine Sichtweite von 429 Meter. Das ist natürlich nicht mega viel für den Light, aber ist schon okay. Die Gun hat 128 Pen auf der AP, 177 auf der APCR, 0,40 Genauigkeit, 2,1 Sekunden Einzielzeit, 10 Grad Gun Depression. Das so die nackten Zahlen. Er besitzt natürlich nicht die Mobilität. Ja, ganz in Ruhe, Krommel. Die Mobilität der überarbeiteten Lights, das sollte man wissen. Die alten Lights hatten nicht so ein krasses Leistungsgewicht, wie man es eventuell von den jetzigen aktuellen kennt. Dafür sind aber die Kanonenwerte auf den Lights, die nicht überarbeitet wurden, also den Premium Lights, immer noch ein bisschen besser, vor allen Dingen was die Pen-Werte anging. So, kriegen wir ja eventuell irgendwie noch ein Spotting hin. Ne. Wird nur auf uns geschossen, aber so richtig Ziele kriegen wir hier nicht auf. Wir sind hier auf Valina Tier 7 Runde, da kann man also ganz brauchbar arbeiten. Da ist wieder der Krommel. Macht uns halt der Proxy auf, das gefällt mir nicht ganz so gut. Ja, der KV-1S von da drüben, beziehungsweise Panzer 3, 4. Können wir mal einen Schuss in die Seite des KV-1S setzen. Und der Krommel finisht hier unseren Stuck oder unser Stuck. An für sich jetzt irgendwie nicht so geil hier. Kommen wir eventuell nochmal auf den KV-1S drauf. Jawohl. Ja, kann, also Gun-Handlingswerte relativ gut. Wir haben jetzt hier auch den T29 so ein bisschen mit als Backup. Das gefällt mir natürlich. Obwohl jetzt auch die Arti den schon gerne hat. Machen wir hier irgendwas auf? Ne. Nur wir werden aufgemacht. Vermutlich von M4. Bin mir nicht ganz sicher. Der Cromwell hier, der hier war, ist natürlich auch so ein Problem. Allerdings pushen sie jetzt rechts über die A-Linie ganz gut. Das könnte man hier durchaus mal ausnutzen. Eventuell kriegen wir hier noch einen Schuss auf den... Ah, da haben wir das Problem der Kanone gesehen. Aber Nachladezeit relativ angenehm mit 2,8 Sekunden. Und auf dem brauchen wir auf jeden Fall auch keinen APCR. Hier ist noch ein IS, der kann richtig wehtun. Wir sind auch ein Cabrio-Panzer, das heißt... Schade. Das heißt, Arti sind wir auch sehr anfällig, beziehungsweise für HE-Munition. So, der IS hier natürlich jetzt ein Problem. Da pushen sie jetzt schon in unserer Basis. Den IS da jetzt zum Runden macht auch keinen wirklichen Sinn, weil wir da immer noch den T37 oder so hätten. Auf den M4 komme ich nicht drauf. Kommen wir eventuell von hier auf den T37 oder auf den T67. Also wir sehen, der kann ganz spaßig sein, vor allen Dingen, wenn man wirklich die DPM hier einbringen kann, die er hat. So, der IS immer noch nicht offen, da unten der T37, auf den haben wir jetzt Spotting bekommen. Oh, da verschießt man leider den Killshot. Ah, da würfeln wir minimal zu tief. Und da schießen wir vorbei. Ja, wir haben halt als Standardmunition nur AP und kein APCR. Das wäre natürlich jetzt gut gewesen, wenn der T37 da raus gewesen wäre. Boah, da reicht die Gun Depression nicht aus. Und da kriegen wir leider den T37 nicht raus. Da ist die Arti. Und der T37 trifft uns tatsächlich sogar nochmal. Das ist jetzt hier richtig ärgerlich gewesen. Da haben wir jetzt richtig viele Hitpoints gewastet für gar nichts. Und jetzt müssen wir hier irgendwie auf diesen M4 da snipern. Den wir zwar treffen, aber das ist eigentlich jetzt hier nicht unsere Aufgabe. Da kommt der IS.
Können wir den eventuell... Den habe ich jetzt auch APCR. Das Problem ist... Nein! Wow. Das war knapp. Das Problem ist, der Turm, die Turmdrehgeschwindigkeit ist nicht die beste. Und jetzt haben wir hier hinter uns noch irgendwo die Su-100Y. Das gefällt mir so gar nicht. Und da irgendwo die UIs, die noch nicht offen waren. Schlecht. Ja, und am Ende macht es hier die RT. Schade, wir haben uns gerade gegen den IS noch ganz gut erwehren können, aber die RT hat natürlich nichts anderes zu tun, als auf einen beweglichen Light zu schießen, als auf die zwei BDRs, die es da unten in der Kuhle drin stehen. Aber es waren halt auch einfach nicht mehr viele Ziele auf dem Schlachtfeld und von daher, ja, ist man halt irgendwann mal im Fokus. Die Runde war eh am Ende durch. Wir haben leider, also einmal haben wir Glück gehabt bei der Aktion auf den IS, andererseits war die auch ziemlich dämlich gespielt von mir, muss ich zugeben. Hätte man schlauer machen können. Wir hatten, also einmal, dass man den T-37 vorher rausnimmt, dann hätte man auch den IS schon viel eher pushen können und hätte Ruhe gehabt. Und eventuell hätte dann auch der ein oder andere Panzer auf der Seite noch gelebt. Aber sei es drum. Bekommen wir am Ende noch nicht mal eine dritte Klasse, machen hier ein Wirkungsfeuer, sind mit 1486 Schadenspunkten und 2 Kills. Der beste vom Schaden, also wir sehen hier unser Team, auch die Art, die hat gar keinen Schaden gemacht, sehr ärgerlich. Unser Team war hier nicht wirklich groß dabei. 448 Basiserfahrungspunkte. Wir haben ein bisschen APCR auf den IS geschossen, damit wir den sicher durchschlagen oder zumindest uns die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir ihn sicher durchschlagen. Deswegen sind es 25.800 Credits. 874 insgesamt mit der Bonus für die Premium-Fahrzeugstufe. Gespottet haben wir in dem Fall nicht allzu viel. 330 Schaden ermöglicht. Zu den Modulen. Lüftung kann man natürlich nicht einbauen, weil der Panzer halt, wie gesagt, ein Cabrio-Panzer ist. Ich habe jetzt hier relativ, naja, klassisches Light-Setup kann man jetzt nicht sagen, weil keine Lüftung halt geht. Ich hätte ansonsten eine Lüftung eingebaut. Ich habe einen Ansetzer, eine Optik und einen vertikalen Stabi, um die Werte der Kanone aus der Fahrt noch zu verbessern. Deswegen auch kein Waffenrichtantrieb, sondern direkt den Stabi, damit das Fahrtenkreuz nicht ganz so weit aufgeht. Alles andere, Tarnnetz und Schere, ist in meinen Augen für einen Light nicht mehr zeitgemäß. Das sind eher Sachen, die man auf einen TD packen könnte. Bei einem Light, wenn ihr jetzt keine Credits übrig habt und das rumliegen habt, dann könnt ihr das natürlich nutzen. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, ein Light eher aus der Bewegung zu spielen. Dementsprechend macht dann der Stabi und die Optik mehr Sinn. Wir schauen mal noch in eine zweite Runde. Mal gucken, ob da ein bisschen mehr vom Scouting geht. Und mal sehen, was, ja, welche Tierstufe wir da bekommen. Das Thema Matchmaking bzw. Top-Tier, Mid-Tier oder Low-Tier ist ja gerade wieder mal sehr aktuell bei mir. Fischerbucht in einem quasi Top-Tier-Gefecht. 15, also keine Vierer, aber immerhin Fünfer und wir als Sechser ganz oben. Die Karte an für sich zum Scouten eigentlich ganz nett. Als Gegner-Scout wieder einen T-37, ansonsten eigentlich eine ganz gute, ach, Leopard 1 auch noch, wir haben dafür einen ELC. Ansonsten eine ganz gute Mischung, eine Arti, ich würde jetzt sagen, damit kann ich leben, allerdings haben wir ja gerade erlebt, dass auch eine Arti uns am Ende rausnehmen kann. Aber ich hoffe einfach mal, dass die jetzt am Anfang nicht unbedingt den Fokus auf uns legt. Ja, Sichtweitentechnik hatte ich schon gesagt, 429 Meter mit dem Setup, da geht noch ein bisschen mehr, Waffenbrüder habe ich noch nicht ganz fertig. Trotzdem ist nicht unbedingt super, super gut, was die Sichtweite angeht. Ich werde vermutlich da hinten auch nicht die querfahrenden Ziele aufbekommen. Da sind zu viele Büsche im Weg. Ich versuch's mal. Aber dann setzen wir lieber einen Schuss durch den Doppelbusch auf den Leopard. Der macht uns deswegen nicht auf. Spotting haben wir jetzt erstmal keinen bekommen, aber der Leopard da hat schon ganz gut gefressen. Und jetzt, ach, gucke mal, da haben wir doch noch was aufbekommen. Aber leider sind die schon so weit in Deckung gefahren. Da habe ich kurz den KV-85 gesehen, dass wir da keinen Schaden mehr machen können. Immerhin noch ein bisschen was gespottet. Wichtig wäre, der T-37 vom Gegner hat auch schon ganz gut gefressen. Wichtig wäre, dass wir jetzt hier die Lights relativ schnell rauskriegen. Panzer 4H da unten nochmal aufgemacht. Leider kriegt man da aber kein Spotting. Ist natürlich nicht so schön. Vor allen Dingen vor dem Panzer 4H müssen wir uns sehr in Acht nehmen, denn
Wenn der mit HE schießt, dann tut's relativ schnell weh. So, der gegnerische T-37 ist schon raus. Das finde ich natürlich gut. Problem wird jetzt hier gleich... ja, der Churchill 3, der uns da glücklicherweise nicht aufmacht. Dem können wir eine in den Turm geben. Und jetzt müssen wir tatsächlich mal sehen, dass wir hier die Heavy Lane irgendwie verteidigt bekommen. Ja, Turmdrehgeschwindigkeit, wie schon mal gesagt, nicht unbedingt die beste. Jetzt fahren da einige durch. Boah, wir treffen leider nichts. Das ist ärgerlich. Ja, wir sind aufgegangen. Ich versuche jetzt erstmal Land zu gewinnen. Der T-67 unten auf A6. Der könnte da noch auf Ziele schießen. M4. Oh, gehen wir nochmal auf. Vermutlich durch den Churchill. Wenn jetzt irgendwie die Einzahllinie nicht schnell was hinbekommt, haben wir hier sehr bald ein ziemliches Problem. Jetzt bekommen wir Spotting auf den Churchill. Den M4 kriegen wir von hier aus gar nicht auf. Vielleicht sollten wir erstmal uns konzentrieren, dass wir den Churchill da rauskriegen. Wobei, der steht hinterm Haus für uns hier. Kommen wir auch so nicht weiter ran. Der müsste jetzt hier mal vorkommen. Da gucke ich lieber, dass ich hier unten mal noch ein bisschen was gespottet kriege. Den können wir immerhin ketten. So, komme ich an den jetzt irgendwie... Ja, den kann ich jetzt hier runterschießen. Das Problem ist... Kein Busch im Weg. Der macht uns jetzt hier auf. Aber den haben wir rausgenommen. Sehr gut. So, der M4. Wie sieht es mit dem VK aus? Der ist zu, leider. M4 ist das Problem mit der HE-Kanone. So, Panzer 4H ist raus. M4 treffen wir nicht. Ne, da sehe ich leider nicht so viel von ihm. VK steht da auch noch. Da ist der VK. Da ist der Churchill. VK geht raus. Churchill 3 geht raus. So, der M4 ist immer noch da unten. Der ist ein Problem für uns. Und ein T-67. Okay, das heißt für mich, zusehen, dass ich hier wegkomme. Die Turmdrehgeschwindigkeit ist natürlich blöd, aber ich habe sie repariert. So, Excelsior. Und ein KV-1. Und noch T-67er. Treffe ich nicht. Treffe ich nicht. Treffe ich nicht. Weiß ich nicht. Dann lieber den Excelsior. Kann ich ketten? Kann ich nochmal ketten? So, jetzt bin ich AP leer. Nützt ja nichts. Ah, KV-1. Kann ich noch eine einsetzen? T-67. Mist. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Kann ich auch noch rausnehmen. Und jetzt haben wir noch einen anderen T-67 und die Arti. Und ich bin leider AP leer. Ich könnte jetzt HE schießen. Wobei das natürlich... ich weiß nicht, ob uns das so weit bringt. Da ist die Arti. Machen mal eine HE-Granate. Da ist der T-67 gewesen. Ah, der ist in der Stadt, okay. Ich kann euch jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf sagen, wie viel Pen ich mit der HE habe. Oh nee, geht die Arti sich jetzt ersaufen? Es sieht stark danach aus. Ja. Nein! Doch, sie hat sich ersoffen. Dafür gibt es einen Report, weil das hatten wir letztens schon. Das war jetzt offensichtlich, dass die Arti keinen Bock mehr hat. Und leider haben wir dadurch potenziell 2 Kills, ja, weggenommen bekommen. Und es ist ehrlich gesagt auch einfach unfair. Aber egal, war auch nochmal eine schöne Runde. Wir haben auch diesmal ein bisschen mehr gespottet. Ein bisschen Snipering war auch dabei. Wir sehen, die Kanone ist gar nicht allzu schlecht. Und grundsätzlich muss man sagen, dass dieser Scout, dadurch, dass es ein Premium-Fahrzeug ist und dadurch die Überarbeitung
der Scouts letztes Jahr nicht mitgemacht hat, ziemlich stark ist. Dadurch, dass er jetzt halt auch Top-Tier sein kann, beziehungsweise nicht dieses Plus 1 hat. Also, dass man, früher war es ja so, man hat kein Top-Tier gehabt als Scout. Dadurch sind die Stats natürlich ziemlich stark jetzt. Zweite Klasse war das hier, Wirkungsfeuer-Schläger. Wir machen 1436 Schaden, 3 Kills, 916 Basiserfahrungspunkte, 957 Schaden haben wir noch gespottet. Und ja, von den Credits her hat es sich auch gelohnt. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt überhaupt noch AP... Ja, auf den KV-1 haben wir auf jeden Fall APCR geschossen und auf den 1T67 auch. Man hätte also sogar mit den Munitionskosten ein bisschen günstiger noch rauskommen können. 38.800 Credits sind aber für den Tier 6 Premium-Panzer auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Und Dreifach-Tagessieg mit Bonus für die Premium-Fahrzeugstufe sind 4.534 XP, die wir dann direkt in die Mannschaft stecken. An für sich, wenn ihr Lights mögt und eine günstige, gute Möglichkeit haben möchtet für einen Premium-Light, dann kann ich euch auf jeden Fall bis Dienstagmorgen um 6 dieses 30% Angebot empfehlen. Den Link dazu findet ihr unten auch zum Premium-Shop in der Videobeschreibung. Aber auch wenn ihr das jetzt verpasst habt, der T64 oder Type 64, dieser Premium Light ist auch sonst eine ganz gute Alternative, wenn man halt wie gesagt einen Premium Light haben möchte und dazu auch noch relativ guten. So viele andere Premium Lights gibt es halt nicht. Es gibt noch den Grand Finals AMX, der nicht mehr verkauft wird. Zumindest ist das die aktuelle Information von Wargaming. Es gibt den Grand Finals Bulldog auf Tier 8, der war er im Adventskalender? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Und den T92 gibt es ja auch noch als Premium Light der Amerikaner auf Tier 8. Und demnächst soll ja noch der AMX 90 Even oder wie der heißt kommen. Ein Tier 8er Premium Light der Franzosen. Aber auf Tier 6 gibt es jetzt, glaube ich, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, nagelt mich nicht fest. Vielleicht gibt es noch einen anderen 6er Premium Light, der mir gerade nicht in den Kopf kommt. Ist auch egal. Wenn ihr den haben möchtet, kann ich euch den nur empfehlen. Vorausgesetzt, ihr kommt halt mit dem Gameplay von Lights klar. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinungen zu den beiden Runden und zu dem Panzer gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.